herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Muss man hier gerade ein paar Reifen wechseln. So, ab ins Lager. Sehr. Ja, was ist denn jetzt passiert? Hä? Interessant. Düngestreuer. Dünger haben wir noch ein bisschen da auf jeden Fall. Was wollte ich denn vom Neumann, ey? Ich weiß wieder. Glaube ich. So, dann fahren wir mal wieder Düngestreuerli, damit wir auch eine gute Ernte rauskriegen. Ich glaube, ich wollte den Neumann was fragen wegen dem GPS. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich wollte wissen, ob wir das hier auf dem Glas zumindest noch nachrüsten können. Wäre nämlich ganz sinnvoll. Und würde nämlich dieser Part hier jetzt zukünftig entfallen. Also dieses Off-Onboard oder dieses Outboard fahren. Dann können wir das über GPS lösen. Fände ich rein realistischer und schöner. Nein.
Hallo, hier ist Herr Neumann. Jo, Neumann, ich bin's. Mir ist wieder eingefallen, was ich von dir wollte. Ah. Und zwar wollte ich wissen, ob wir bei meinem Glas, den Xerion 4000, den ich habe, ob man da GPS nachrüsten kann. Ja, dein Glas? Ja. Okay. Was kostet denn der Spaß? Und machst du das oder muss ich da zum Racex? Habe ich tatsächlich noch nicht mit dem Racex abgesprochen, aber ich würde jetzt einfach sagen, ich. Okay. Der ganze Spaß kostet dann extra 15.000. So viel schon wieder. Ja. Ich komme auf keinen grünen Zweig, ey. Okay, 15.000. Ja, okay, muss ich gucken, wann ich das dann machen lasse. Im Moment knapp bei Kasse, ne? Jo. Gut, weiß ich aber mal Bescheid. Geht es auch auf den John Deere? Ist es da günstiger? Nee. GPS ist allgemein 15.000. Ey, was ist denn das? John Deere ist doch viel kleiner. Das ist aber genau der gleiche Preis. Na, Dreck. Okay, gut, danke. Ja, bitte. Tschö. Ja. So ein Mist. Dachte, ich könnte nicht ein bisschen Geld sparen. Dachte, kleinere Traktor, kleineres GPS, kostet weniger. Habe ich gedacht. Habe ich aber falsch gedacht, ne? So. Einmal drüber hier düngt hier. Und dann haben wir, glaube ich, wenn das Feld erntereif ist, einen sehr guten Ertrag. Wir haben ja von den zwei Feldern, von dem Feld hier und von dem auf der anderen Seite 100.000 Gerste rausgekriegt. Jetzt haben wir dann drei Felder, da kriege ich dann, also denke ich mal, auf jeden Fall 150.000 Gerste raus, wenn nicht sogar, Dinkel raus, wenn nicht sogar mehr. Das wäre lukrativ. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld, was ich gut investieren kann. Wenn natürlich der Dinkelpreis auch entsprechend gut ist. Müssen wir mal gucken. So, auf dem Feld ist natürlich warm, muss mal was trinken. So.
GPS sagt aber, dass der Lohnunternehmer da ziemlich schlecht gearbeitet hat. Ich werde mal gucken, ob ich dafür überhaupt den vollen Preis zahle. Da stehen überall noch Pflänzchen drin. Das verunreinigt mir die Ernte. Unglaublich. Da habe ich Ernteausfälle noch und nöcher. Oder beziehungsweise Verunreinigungen halt. Das ziehen die mir ja am Ende alles wieder ab. Paar Prozent kann verunreinigt sein, aber das hier sieht mir nach zu viel aus. Bin schon da. Man sieht es halt einfach schlecht und dafür wäre halt das GPS gut, weil mit GPS fährst du eine Bahn straight übers Feld, völlig egal, ob du was siehst oder nicht, machst du ja hier, Knöpfchen drücken, fährst du übers Feld und gut ist. Ohne lange irgendwas machen zu müssen. LOL. Alter. Yalla. Ich muss schnell düngen. Jetzt ist es da drüben gerade erntereif geworden, ey. Zack, zack jetzt, ey. In letzter Minute habe ich da drüben das Feld fertig gedüngt. Ich hoffe mal, dass es hierfür jetzt noch reicht. Wenn das nämlich nicht mehr reicht, um hier zu düngen, dann würde ich mir ganz leicht in den Hintern beißen. Da vorne haben wir auch schon einen Flecken erntereif. Mist, ey. Aber ich glaube, das Feld hier war ein bisschen später angesät. Das müsste eigentlich ausgehen. Weil hier hatten wir ja noch längere Ballen liegen, glaube ich. In der letzten, wirklich in der letzten Minute hat es gereicht mit dem Feld andüngen. Andüngen, du.
Kann ich mir eigentlich gleich von Jürgen wieder einen Drescher schnappen, ne? Und anfangen zu dreschen. So, liebe Leute, das war's aber auch für die heutige Folge Real Farming LS19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.